Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu der zweiten Episode der VfB Stuttgart-Karriere. Lasst doch gerne ein Abo da, like das Video und schreibt einen Kommentar, um mich zu supporten. Wir haben ja noch den Monat August heute vor uns und ich zeige euch nach dem Intro das Programm. Ja, transfertechnisch wird gar nicht mehr so viel passieren. Wir werden einfach die beiden Partien gegen Bochum und RB Leipzig zocken, damit wir die Bundesliga gestartet haben. In dieser Karriere werde ich nicht wie bei Augsburg immer 2 Monate durchgehen, sondern wie damals mit Gladbach und Mainz immer 1 Monat, damit wir einfach ein bisschen mehr Kontrolle haben, aber immer noch 2 selbstgezockte Partien pro Folge. Und weil wir heute nur 2 Partien haben, dann zocke ich einfach auch beide. Bochum und Leipzig selbst gezockt, Baby. So, wir haben jetzt noch 2 Spieler ausgeliehen. Castellanaras und Milosevic. Die beiden Stürmer, die um die 60er Rating haben, gehen per Laie weg. Und wir sind angekommen beim ersten Bundesligaspieltag gegen den VfL Bochum. Und ihr seht hier die Startformation von Bochum. Und ja, eigentlich alles bekannte Gesichter, außer glaube ich Bero. Das ist der einzige Neuzugang, der hier FC 24 gemacht hat. Und ja, das ist meine erste Startformation. Ich finde, Stiller und Stenzel hatten eine gute Vorbereitung und ich wechsle sogar Girassi aus für Dennis Undorf, der ja einen Doppelpack geschnürt hat. Das ist unsere erste Startformation für diese Stuttgart-Karriere. Und jetzt würde ich sagen, springen wir rein in diese Bundesliga-Partie. Herzlich willkommen in Stuttgart und in der Bundesliga. Wir starten rein in unsere 2. FC24-Karriere mit dem VfB Stuttgart. Und ja, ich würde sagen, hoffentlich wird es erfolgreich, wie immer auf Ultimativ. Und dieses Mal wollen wir nicht absteigen. Daschner mit der ersten Möglichkeit, aber Nübel ist zur Stelle. Oh, gut gespielt und Nübel wieder da. Ecke von Bochum, die ist ungefährlich, würde ich mal behaupten. Der Ball jetzt bei Silas. Silas nach unten auf Ludovic Reis, einer der besten in der Vorbereitung. Ludovic Reis, Wahnsinnsball auf die linke Seite, da ist Derrick Köhn. Derrick Köhn jetzt mit der Flankenmöglichkeit auf Dennis Undorf. Dennis Undorf! Wow, gut gespielt und Paciencia schießt das 1:0 in der 20. Spielminute. Ja, Bochum macht ein gutes Spiel, ohne Frage. Von uns muss noch deutlich mehr kommen. Wittek jetzt mit viel zu viel Raum auf der linken Seite gegen Joscha Wagnermann. Daschner am Ball. Daschner macht das gut und Nübel. Der beste Stuttgarter in der Anfangsphase. Paciencia macht das gut auf Daschner. Daschner gut gespielt auf Gonzalo Paciencia und er lässt hier liegen. Chris Führig auf Hiroki Ito wird hier umgehauen. Das könnte die rote Karte geben in meinen Augen und das muss sie auch sein. Was entscheidet der Ref? Er holt den Spieler ran und gibt hier hoffentlich die rote Karte. Gibt's ihm nass, nur gelb für Bero. Das ist Maximilian Wittek. Der macht hier ganz viel Dampf für Bochum. Bero, der eigentlich vom Platz fliegen müsste. Wittek, gut in den Rückraum auf Osterhage, da macht das gut auf Paciencia, der Ball ist bei Stöger und Ito macht das Weltklasse. Undorf, jetzt gut auf Ludovic Reis. Ludovic Reis verliert den Ball und jetzt gibt es die rote Karte. Nein, der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit, 1:0 für Bochum. Obwohl Bero vom Platz fliegen müsste, muss uns noch wirklich mehr gelingen in der 2. Hälfte. Um das zu erreichen, kommt dann Janik Gerhardt rein für die 2. Hälfte. Wittek mit der Flanke. Karasor versucht zu klären, aber dann der Fehler und jetzt gibt es einen Elfmeter. Pascal Stenzel hier mit einem Foul und ja, ganz klares Ding. Das ist ein Elfmeter. Dumm von Pascal Stenzel. Jetzt die Chance für Paciencia zum 2:0 und das macht er auch. Wir liegen 2:0 hinten gegen Bochum. Mann, oh Mann, es geht wieder weiter. Ich habe langsam wirklich das Gefühl, dass dieses Spiel mir einfach nicht liegt. Oh, gut auf Bero und Bero scheitert an Nübel. Bero am Ball, Bero wieder an Nübel. So, wir brauchen offensiv ganz klar neue Männer. Girassi, Jung und auch Leveling kommen jetzt rein. Schlotterbeck, gute Flanke. Der Ball noch heiß, Schlotterbeck gut auf Hofmann und das ist das 3:0. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber ich kann einfach keine Spiele in der Bundesliga gewinnen. Und ja, dann wechsle ich noch was in der Defensive. Da kommt noch ein Waldemar Anton für Stenzel.
Ehrlich, ich weiß nicht, was los ist. Direkt eine Blamage zu Beginn der Bundesliga. Ludovic Reis. Jetzt auf Jamie Leveling. Aber das ist einfach scheiße. Leveling holt sich irgendwie die Pille wieder. Gut nach unten gespielt auf Jung. Jung gut nach unten auf Derrick Köhn, der jetzt mit der Flanke auf Serhou Guirassy. Und der macht hier den Anschlusstreffer. 3:1, 77. Spielminute. So, jetzt weitermachen. Wir haben noch die Möglichkeit, hier zwei Tore zu schießen. Hofmann macht das super und Nübel. Eine absolute Wand. Guirassy auf Jung. Jung geht unten durch. Aber der läuft hier in eine Schlotterbackwand. Und jetzt entscheidet der Schiedsrichter abzupfeifen. Erste Niederlage in der Saison gegen Bochum mit 3:1. Ein Gegner, den man eigentlich schlagen müsste, um im Tabellenmittelfeld zu landen. Fazit von der Partie. Nübel hat uns gerettet und offensiv lief mal absolut gar nichts. Ja, nach dem ersten Spieltag sind wir auf dem 15. Tabellenplatz und wir haben jetzt gegen RB Leipzig, die einen Sieg holen konnten mit 1:0. Ja, und gegen dieses RB Leipzig geht es jetzt ran und ihr seht diese Mannschaft. Das ist ein absolutes Top-Team. Einziger Neuzugang, der FC24 gemacht hat, ist Sildilia. Absolut realistischer Transfer, finde ich. Würde ich sogar in Real Life fühlen, auch wenn es Leipzig ist, ich weiß. Und hier seht ihr jetzt die Aufstellung vom VfB Stuttgart für den zweiten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Es gibt ein, zwei Änderungen. Anton, der Kapitän, rückt rein, wie auch die beiden Außenverteidiger Maximilian Mittelstädt und Felix Akku. Dann in der Offensive gibt es auch zwei Wechsel. Guirassy und Leveling kommen rein und Yannick Gerd dieses Mal in der Startelf. Nun würde ich sagen, sehen wir uns in der Red Bull Arena in Leipzig. Wir wollen es heute besser machen als zu Hause gegen den VfL Bochum. Auch wenn es der schwierige Gegner ist, ist es hier möglich, Punkte mitzunehmen. Oh, Führich mit sehr viel Platz. Chris Führich vielleicht früh mit dem 1:0. Nein, er scheitert kläglich. Xavi jetzt mit viel Platz. Oh, Timo Werner. 7 Minuten geht es wieder mal und dann steht es schon 1:0. Und Timo Werner ist in FC 24 eine absolute Tormaschine. Auch schon in der Augsburg-Karriere habe ich etwa 5 Tore von dem gefressen. Und es geht einfach hier schon wieder weiter. Ja, gut gespielt. Luis Openda mit viel zu viel Platz. 2:0, das ist eine Einladung für Leipzig. Ah, ich weiß wirklich, ich bin langsam am Verzweifeln. Ich weiß nicht, was ich besser machen muss. Openda mit viel zu viel Platz und wieder mal Nübel da. Ecke für Leipzig, die kommt hoch rein. Funk Xaver Schlag auf Timo Werner. Der ist ein Kopfballmonster, macht die das 3:0. Ich habe schon wieder keine Lust mehr. Es ist so zum Verzweifeln. Dieses FC 24 bricht mich. Ich weiß nicht, einfach in der Bundesliga schaffe ich es nicht, Spiele zu gewinnen. In der anderen Karriere, ja okay, wurde ich auch immer rausgeschmissen. Vielleicht ist es ultimativ zu schwer für mich, ich weiß es wirklich nicht. Guirassy, jetzt auf Reis, jetzt auf Jamie Leveling. Der könnte vielleicht jetzt hier mal was reißen. Jamie Leveling gegen Raum. Ohne Chance, aber Gerhard jetzt mit der Chance und er lässt sie liegen. Diese müssen wir machen. Gut auf Jamie Leveling, wieder auf Ludovic Reis, einer der Besten hier in Stuttgart. Ludovic Reis mit der Chance, scheitert an Gulaschi. Ja, die erste Halbzeit war eine zum Vergessen, gegen Schluss sind wir langsam aufgewacht. Aber es reicht nicht in der Bundesliga, wenn man so kacke spielt. Trotzdem gehen wir unverändert in die zweite Hälfte, um irgendwie ein Wunder zu schaffen. Openda wieder viel zu alleine und dann steht es hier 4:0. Mann, es ist einfach immer aus Eigenfehler, kriegt dann Openda oder Werner zu viel Platz und dann steht es hier direkt, ja, 4:0 eben. Leveling jetzt mit der Flanke auf den zweiten Pfosten, das ist Chris Führich und der Ball landet gegen den Tor. 4:1 steht es hier nur noch. Komisches Tor hier, aber vielleicht holen wir ja noch das Wunder. Ich glaube wirklich noch da rein und gebe alles. Timo Werner gut auf Xavi Simons. Xavi Simons auf Dani Olmo, Werner direkt und Nübel mit einer Glanzparade. 60 Minuten sind gespielt und Guirassy kommt raus, der spielt nicht so guten Fußball heute. Und auf kommt rein, rechts kommt dann ein Silas rein, um nochmal ein bisschen mehr Tempo reinzubringen. Und Gerd macht Platz für Natei. So, 60. Spielminute, der Eckball kommt jetzt rein von Xaver Schlager. Der könnte gefährlich werden, so ist es auch. Der Ball bleibt irgendwie in der Mitte und Sidilia versucht es mit dem Volley. Oh, schlecht gespielt. Seiwald.
Xaverschlag auf Openda. Openda 5 zu 1. Es macht richtig viel Spaß. So, 70. Minute. Ich darf noch zweimal wechseln. Ich bringe nochmal einen Derrick Köhn für Mittelstädt und dann noch einen Rolt in die Innenverteidigung für Izzo. Der spielt einfach Dogshit. Ich liebe es, gegen Leipzig selbst zu zocken. Ich kriege immer 5 Tore von denen rein. Das macht richtig viel Spaß. Werner, er ist der beste Spieler der Welt und macht hier noch das 6 zu 1. Doppelter Hattrick. Werner und Luis Openda. Ich habe richtig viel Bock auf diese Karriere schon wieder. Ich weiß schon, dass wir etwa, ja, ich würde sagen, im März entlassen werden. In diesem Fall könnten wir schon reinschreiben, mit wem ich die nächste Karriere starten soll, oder... Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht sollte ich es sein lassen mit YouTube. Ja, jetzt lassen sie Felix Agu einfach durchspazieren. Kennt man. Felix Agu, ja, da kann man nichts draus machen. Ne. Da ist man einfach zu schlecht. Stuttgart ist zu schlecht oder ich bin einfach zu schlecht in diesem FC 24. Werner läuft hier wieder alleine durch. 7 zu 1. Ey, ich raff's nicht. Ich raff's wirklich nicht. Timo Werner, 5. Tor und das 8 zu 1. Ich könnte weinen. Openda vernascht uns und macht auch noch sein 4. Tor. 9 Gegentore. Ich habe das noch nie erlebt. Ich spiele jedes Jahr auf Ultimativ. Aber irgendwie in diesem Scheißspiel kriege ich es nicht geschissen, irgendwie etwas zu reißen. Und Leute, ich meine es ernst, ich spiele wirklich jedes Jahr auf Ultimativ, seit 4 FIFAs. Aber irgendwie in diesem Dreckspiel schaffe ich es einfach nicht, Punkte zu holen. Nein, Leute, ich meine es wirklich ernst. Am liebsten würde ich einfach diese Karriere abbrechen. Ich bin wieder Tabellenletzter, habe am 2. Spieltag eine Tordifferenz von minus 10. Ich habe 2 Tore geschossen und schon 12 Dinger gekriegt. Wie soll ich das noch holen? Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. In der nächsten Folge spielen wir auch schon Pokal gegen den VfL Wolfsburg. Da kriegen wir wahrscheinlich so 9 Dinger wieder rein, ne? Und dann spielen wir irgendeine Partie wieder in der Bundesliga. Wahrscheinlich gegen Darmstadt, weil das der einzige Gegner ist, wo ich irgendwie eine Chance habe, Punkte zu holen. Es tut mir leid, dass ich so, ja, am Brennen bin. Ich bin gerade wirklich auf 180, denn ich verstehe es einfach nicht, was dieses Jahr einfach los ist. Ich bin wirklich kein schlechter FIFA-Spieler oder FC-Spieler normalerweise, aber irgendwie in diesem Jahr kriege ich es einfach nicht gebacken. Es tut mir wirklich leid, ich möchte wirklich gutes Gameplay euch bieten, aber irgendwie, es geht einfach nicht. Vielleicht sollte ich wirklich auf Legende wechseln, schreibt es mir rein in die Kommentare, aber eigentlich habe ich keinen Bock auf das. Ich möchte es wirklich geschissen kriegen. Ich hoffe, in der nächsten Folge reiße ich ein bisschen mehr. Ich möchte ja auch hier mal eine langfristige Karriere bieten, aber... Ja, wird schwierig. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder mit einer Four Seasons to Glory. Da kann ich ja nicht zocken. Das könnte ein bisschen erfolgreicher werden und ohne Rage. Somit würde ich sagen, das war's dann für heute. Ciao, ciao.